ihre Schulaufgaben. Diek hat sowas schon mal gesehen. Diek nennt es einen Schnappsack. Perfekt zum Sammeln und Transportieren von Tierwesen. Ha, angenehme Brise. Ich habe über etwas nachgedacht, das Professor Howen im Tierwesenunterricht gesagt hat, dass ich in meiner Freizeit möglichst viele Wesen studieren sollte. Sie meinte auch, dass es hier Wilderer gibt. Vielleicht sind die Tierwesen bei uns besser aufgehoben als allein hier draußen. Denselben Gedanken hatte Diek auch. Sehen Sie, der Raum wusste genau, was Sie brauchen. Und zum Glück kann Ihnen Diek zeigen, wie und wo man den Schnappsack am besten nutzt. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Hogwarts. Es tut mir leid für den schnellen Cut. Oder Sie wenden sich später an Diek, wenn Sie bereit sind. Wo ist mein Tisch? Ich wollte gerade sagen, mein Tisch ist gerade noch da. Es tut mir leid für den schnellen Cut. Ich wollte nur mal eben schnell in den Raum der Wünsche nochmal gehen und nochmal ein paar Sachen einsammeln, bevor ich komplett den PC runterfahre. Ja, und da hat Diek mich plötzlich überrascht. Deswegen tut es mir wirklich leid. Ich habe leider ein bisschen zu spät dann reagiert und aufgenommen. Ich habe das im ersten Moment gar nicht so richtig gecheckt. Ja, ich mache dann hier erstmal einen kleinen Cut und gehe dann gleich erstmal ins Bettchen. Aber für euch ist das nur ein Katzensprung, weil ihr werdet direkt mit der Folge weitermachen. Und mit Diek, mit dem wir dann weitergehen, um ja das mit den Tierwesen zu erkunden. Bis gleich. Ich möchte mehr über den Schnappsack wissen. Perfekt. Diek liebt Ausflüge. Ein schlimmer Wilderer. Diek hasste es, für ihn zu arbeiten. Hat hübschen Wesen Schlimmes angetan. In dieser Zeit sah Diek zum ersten Mal einen Schnappsack. Schön, wenn er einmal für gute Zwecke eingesetzt wird. Knuddelmus. Wir sind da. Ja. Diek liebt es, die Wesen hier zu beobachten. Besonders die Gruppe Knuddelmuffs in der Nähe. Es ist schön, wenn sie sicher sind. Gehen Sie nur nahe genug heran, richten Sie den offenen Schnappsack auf den Knuddelmuff und drin ist er. Alles klar. Und wie mache ich das, Diek? Antippen? Ja, ich habe es geahnt, dass das im Zauberset sein muss. Ah, das ist doch so ätzend. Wir haben so wenig Platz von den Sets her. Das ist eigentlich eher, um herumzustreunern im Schloss. Ja, das sollten eigentlich die anderen... Dann machen wir das mal hier. Ich muss einen irgendwie für die Tiere machen, ne? Aber ich habe so wenig davon, das ist das Problem. Ich brauche auf jeden Fall einen zum Kämpfen. Einen, um so normal im Schloss herumzulaufen. Also eigentlich so zwei fürs Schloss, das sind die hier. Ja, und einen für die Tiere. Es ist trotzdem doof. Es ist wirklich... Moment, welcher ist das jetzt? Ja, ich hab einen. Die sind so niedlich. Darf ich direkt noch einen holen? wie viel Platz habe ich? Ich tu dir ja nichts. Moment, da oben ist aber auch noch was zum Einsammeln, ne? Kuckuck. Ich klaue euch jetzt alle. Okay, ich sollte vielleicht nicht übertreiben. Aber trotzdem. Doch, Moment. Achso, ich soll 10 Tierwesen retten, aber wahrscheinlich nicht alles die gleichen. Die Frage ist jetzt nur, ich denke mal, dass die mir meinen Platz wegnehmen, oder? Ja, genau. Okay, 3, 6, 9, 10. Das wäre dann bis hier. Ach, Ach, die kann ich auch verkaufen. Oh, das ist ja cool. Hoffentlich nicht an Wilderer. Revelio. Da hinten ist doch noch einer. Dann nehmen wir die mit. Können wir die beide auf einmal mitnehmen? Nee, ne?
Beruhige dich. Ich tue dir ja nichts. Haha. GPRen sind übermütig hier. Okay, aber wenn man die verkaufen kann, das ist natürlich geil. Und ich habe Männlein und Weiblein. Kann ich die dann auch züchten? Du bleibst hier, komm. So. Wir wollen es ja mal nicht übertreiben. Ich pass auf dich auf. So. Oh, Diek, das ist so cool. Ich konnte einen Knuddelmuff retten. Nee, sie können so viele retten, wie der Schnappsack fassen kann. Wilderer fangen Knuddelmuffs und... Nun, Diek weiß nicht, was sie mit ihnen anstellen. Diek ist überzeugt, dass sie bei ihnen sicherer sind. Nicht alle Tierwesen lassen sich so leicht retten wie ein Knuddelmuff. Diek empfiehlt nun ein Tierwesen, das fliegen kann. Ein Jobberneu vielleicht? Na schön, wo finde ich einen? Diek weiß von einigen der Art westlich von hier in einem großen Baum mit Blick auf Hogwarts. Aber wir müssen vorsichtig sein. Diek hat kürzlich auch Wilderer dort gesehen. Diek wird sie dort treffen, wenn sie bereit sind. Okay, ja, super. Wir gucken aber mal eben ganz kurz auf der Karte, falls euch das interessiert. Wir sind hier, also so ein bisschen südlich, ja, südwestlich, sage ich mal, von Hogsmeade. Da sind wir jetzt gerade. Da sind die Knuddelmuffs, heißen sie, glaube ich. Und wir müssen da hoch. Dann würde ich sagen, reise ich bis da und fliege mit dem Besen den Rest. Hallo, Diek. Oh, ich sehe sie schon. Hallo, Diek. Schön. Machen wir weiter? Ja, gut. Diek hatte schon Sorge, dass sie einen Wilderer erwischt haben könnte. Vielleicht sollten wir uns sputen. Die Jobberknolle sind gleich hier, in dem großen Baum. Diek hat mal gesehen, wie fliegende Tierwesen mit Levioso verlangsamt wurden. So kann man den Schnappsack leichter einsetzen. Echt jetzt? Was, wenn ich im üblichen Lebensraum keine Tierwesen finde? Tierwesen entfernen sich selten weit von ihrem Heim. Suchen sie in der Nähe oder warten sie einfach, bis sie zurückkommen. Hast du irgendwelche Tipps, wie man schwer fassbare Tierwesen rettet? Levioso ist nicht bloß hilfreich, um fliegende Tierwesen zu retten. Sie erwischen damit auch allgemein schwer greifbare Tierwesen. Verwenden Sie diesen Zauber, wenn Sie auf ein kleines oder schwer zu fassendes Tierwesen treffen. Würdest du mir vielleicht davon erzählen, wie es war, für deinen früheren Herrn zu arbeiten? Dieks Herr war nicht nett zu Tierwesen oder zu Diek. Für ihn waren sie nur eine Einnahmequelle. Als Trankzutat, Arbeitstier und... Mehr will Diek nicht sagen. Aber Diek ist gerne in Hogwarts, wo er sich um Tierwesen kümmern und alles wieder gut machen kann, wozu sein Herr ihn gezwungen hat. Okay. Dann rette ich mal ein Jobberneu. Viel Glück. Diek wird hier warten. Ich habe jetzt schon wieder vergessen, womit soll ich ihn noch mal verlangsamen. Oh, ich hab's Levioso? Wingardium Leviosa. Ja, ich glaube, das war's. Dann nehmen wir das. Hier. Und ich gucke gerade. Das habe ich ja da auch. Ich gucke gerade, dann könnte ich ja rein theoretisch den Flipendo, den man ja schon mal gebraucht. Ach, ich lasse den jetzt erstmal, würde ich sagen. Nee, ich lasse das erstmal so. Das heißt, den würde ich mit da rein tun. Und das mit dem Essen würde ich erstmal da rein tun, dass ich dann wirklich eins habe für die Tiere. Es ist irgendwie doof, aber naja. So, ess links, dann unten. Wingardium Leviosa. Jetzt ist alles gut. Okay, wir haben zwei. Ein Eichhörnchen. Ich denke mal nicht, dass das zu den magischen Tieren gehört. Das ist vom Anfang noch. Ich finde das total süß. So. Ich habe einen Jobberknoll. Diek hofft, dass ihr Jobberknoll den Schnappsack behaglich findet.
Wilderer wollen ihn für seine Federn und sind nicht zimperlich beim Sammeln. Gibt es hier noch andere Tierwesen? Diek weiß nur von einer Sorte. Eine Herde Mondkälber auf einer Lichtung am Ende dieses Pfades hier. Oh. Diek trifft sie dort. Am Ende dieses Pfades. Okay, dann dahinter. Okay. Aber wir sind wesentlich schneller auf dem Besen. Da. Als wenn wir jetzt zu Fuß dahin laufen. Moment. Wupp. Was haben Sie jetzt vor? So. Hallo, Diek. Ist das die Lichtung, die du meintest? Ja. Die Mondkälber versammeln sich am großen Baum mit dem Spiralmuster, aber nur unter dem Licht des Mondes. Wenn Sie also nicht zufällig eine Methode kennen, um die Zeit zu beschleunigen, dann müssen Sie wohl bis Anbruch der Nacht warten, um sie zu sehen. Okay. Wie kamst du nach Hogwarts, nachdem du für deinen früheren Herrn gearbeitet hast? Diecks früherer Herr hatte keine Familie. Als er starb, wurden seine Hauselfen demnach vom Ministerium umverteilt. Diek hat es am besten getroffen, da Diek nach Hogwarts kam. Dieks Freunde hatten nicht so viel Glück. Dann suche ich wohl mal ein Mondkalb. Diek wartet auf ihre Rückkehr. Wo können wir die Tiere denn jetzt eigentlich verkaufen? Weil ich denke mal nicht, dass jeder Händler die so annimmt, ne? So, setzen wir uns schon mal hier hin. Müssen die Tiere ja auch gleich sehen. Und dann warten wir mal, bis die Nacht kommt. Ach, die sind das. Oh, Entschuldigung. Ja, nimm bloß nicht das linke, was ich anvisiert habe. Ruhig. Ich tu dir ja nichts. Revelio. Oh, da ist noch eine Kiste. Sehr schön. Nehmen wir natürlich auch direkt mit. Ach, da hinten kommen sie so langsam. La 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 la, ich tu euch nichts. Wieso? Revelio. Wingardium Leviosa. Wieso schießt die nicht einfach da drauf? Die steht ein paar Meter davor und dann dreht die sich wie blöd um. Hä? Das war jetzt aber selten dämlich, was hier gerade abging. Sind die jetzt ganz weg? Revelio. Hier, da hinten ist wieder eins. Na komm, komm, komm zu mir. Komm zu mir, ich bin noch hier. Och, willst du mich denn? Oh, die sind aber echt schwer zu fangen, muss ich ganz ehrlich sagen. Beruhige dich, ich tue dir ja nichts. Mann, Mann, Mann. Okay. Es war schwieriger zu fangen als die anderen, mhm. Aber ich habe jetzt ein Mondkalb. Noch ein Wesen, heil und unversehrt. Zwei. Schade, dass wir die Mondkälber nicht tanzen sehen haben. Es ist traumhaft. Diek schätzt, dass sie hier fertig sind. Bald können sie noch mehr Tierwesen retten. Doch lassen sie uns zuerst diese hier zurück zum Raum bringen. Na gut. Diek wird sie im Raum antreffen, wann immer sie bereit sind. Na, toll. Hätte der das mit dem Tanzen nicht vorher sagen können? Dann hätte man sich da hinstellen können und den einfach beim Tanzen zusehen können. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch machen kann, wenn ich mich da jetzt so langsam anschleiche. Aber die sehen nicht so aus, als ob sie jetzt in irgendeine Position gehen, oder? Ach, da kann man auch... Ach, das sehe ich jetzt erst. Da kann man auch auswählen zwischen Männlein und Weiblein. Moment, mal eben schauen. Was haben wir jetzt bekommen? Zwei Männchen. Wingardium Leviosa.
glaubt Professor Howen nie. So, damit hätten wir dann auch ein Weibchen. Dann gehen wir zur Karte von Hogwarts und in den Raum der Wünsche. Da sind sie ja. Jetzt zeigen wir den geretteten Tierwesen ihr neues Zuhause. Aber, hier ist nicht genug Platz für sie. Man stelle sich nur vor, wie sie hier herumwüten. Das geht gar nicht. Wenn sie sich darauf konzentrieren, was die Wesen brauchen, hilft ihnen der Raum. An was genau hatten Sie gedacht? Nanu? Sie haben es geschafft! Aber was ist es? Das weiß Dieg nicht. Es gibt nur einen Weg, es herauszufinden. Wir treffen uns drin, wenn Sie bereit sind. Okay. Ja, dann gehen wir mal rein. Sehen Sie nur, es ist unglaublich. Wo sind wir, Dick? Es sieht aus wie eine Heimat für Ihre Tierwesen, eine Art Tiergehege. Ihre Tierwesen werden hier behaglich leben, gesund und behütet. Vielleicht möchten Sie sie freilassen, ihnen ihr neues Heim zeigen. Ja, drücke auf RB, um das Tierwesen... Ach so, das steht jetzt auch rechts. Okay, ich wollte gerade sagen. Aktive Tierwesen dürfen nur 12 Stück sein von 4 verschiedenen Arten. Wollt ihr mich veräppeln? Ah, dann würde ich sagen, Knuddelmuff, ein weibliches. Wieso darf ich jetzt von jedem nur eins? Ach, einen pro Art nur, oder wie? Jetzt habe ich da natürlich gerade 2 männliche. Okay, dann Jobberknoll. Dann das Weibliche, das war sehr schwer zu fangen. Die glaubt, das Gehege wird ein schönes neues Heim für ihre Tierwesen. Ganz bestimmt. Ich hoffe nur, wir haben genug Platz für alle. Das hofft Dieg auch. Falls der Platz aber doch knapp wird, hilft ihnen Madame Peck bei Schnabel und Brut in Hogsmeade, ein sicheres Heim für sie zu finden. Gibt es Wesen, die nicht in den Raum passen? Ja, sie ist dafür bekannt, dass sie sich um Tierwesen in Not kümmert. Und sie bietet dafür einen guten Preis. Apropos kümmern. Tierwesen, die gut gefüttert und gepflegt werden, liefern wertvolle magische Materialien wie Knuddelmuffhaare. Wenn Sie magische Materialien von Ihren Tierwesen sammeln, zeigt Dieg Ihnen, wie Sie sie verwenden. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich welche habe. Okay. Jetzt wir hier. Hervorragend. Ich bin aber nicht sicher, ob der das so wirklich mag. Sammeln, Knuddelmuffhaar, okay. Ah, okay, 25 Minuten dauert das. Interagieren. Hallöchen. Das ist irgendwie cool. Gut, du kriegst erstmal was zu fressen. Du guckst so scheel, ich glaube, du hast Hunger. Na komm. Der war jetzt wohl fertig mit Essen.
Ach so, beim Kämmen kann ich dann quasi was einsaugen. Oh, ich glaube, das mag der. Wie geil. Aber wo ist jetzt der fliegen konnte? Ach, da hinten. Hallo. Wagen Leviosa. Noch nicht zum Interagieren bereit. Okay. Wie soll ich den denn füttern? Sammle eine Jobberknollfeder. Okay, also es scheint doch so zu funktionieren. Interagieren kann ich noch nicht. Wahrscheinlich kommt das erst, wenn die auch was gefressen haben oder so. Ah ja, okay. Also wenn man sich richtig um die kümmert, dann kann man auch wirklich alles machen. Ich habe aber auch gesehen, dass wir hier noch ein paar Sachen machen können. Was haben wir denn hier alles? Hat er sich jetzt wieder zusammengesetzt? Ach so, das war nur ein Gehege. Also ein Dings hinten. Kann man da rein? Eine Höhle? Oh, okay. Sehr geil. Ich muss ja immer überall mal gucken, ne? Also, kann man hier eigentlich fliegen? Nee, okay. Das offenbar nicht. Schade. Das würde vielleicht die Sache ein bisschen vereinfachen, beziehungsweise schneller machen. Da oben ist nämlich was Rotes. Es tut mir leid, aber ich muss mal eben hier... Oh! Oh! Entschuldigung! Es lebt aber noch, oder? Hallo? Kleines Knuddelmuffchen? Ich glaube, es lebt noch. Oh Gott, jetzt... Oh, sag mal, schieß doch nicht immer komplett woanders hin. Was ist das für eine selten blöde Kuh? Ich habe zwei von diesen Monddingern vor mir. Ich schieße zweimal und die schießt aber insgesamt dreimal und beim dritten Mal trifft die dann hinter sich das Knuddelmuff oder so. Das ist doch bescheuert. Das war jetzt auch bescheuert. Ich musste jetzt eigentlich gar nicht. Moment, hier geht's nochmal hoch. Da gucke ich auch nochmal hin. Oh, hier ist noch eine Kiste. Okay. Kann man die Kisten immer wieder neu looten? Wahrscheinlich nicht, oder? Aber ich denke mal, die Dinger... Oh, ah, nee. Das war ja das hier. Ich denke mal, die Dinger, die kommen immer wieder neu. Das ist natürlich klasse. Also hier so diese Eier und so. Das wäre natürlich super, wenn die dann immer wieder neu hier erscheinen. Hä, schon... Hat schon was, muss ich zugeben. Ich habe magische Materialien gesammelt, Deke. Deke kann Ihnen zeigen, wie Sie sie anwenden. Mit dieser Zauberanweisung müssen Sie einen verzauberten Webstuhl beschwören. Einen verzauberten Webstuhl? Ganz recht. Damit können Sie magische Materialien nutzen und in jede Faser Ihrer Kleidung Magie einweben. Dadurch wird sie auf verschiedenste Weise nützlicher. Versuchen Sie es doch mal. Deke glaubt, Sie werden vom Ergebnis begeistert sein. Dann probiere ich jetzt den Webstuhl aus. Was für ein Webstuhl? Sammlung aktualisiert. Soll ich den jetzt hier reinstellen oder wie? Nee, Moment. Den muss ich jetzt draußen hinstellen, ja? Die Sachen nehmen wir auch schon mal kurz. Ja, ja, ja. Ist ja gut. Ist ja gut, ist ja gut. Wobei, da könnte ich auch mal ein bisschen Dünger reinmachen. Das stimmt schon. Weil davon haben wir ja nur eins. Die können wir auch einsammeln. Das sieht hier richtig, richtig pflanzlich aus. Das ist ja genau das, was ich so liebe, ne? Ah. So. Achso, er steht da hinten. Moment, dann schaue ich mal eben. Die habe ich voll. Kumpelfeige. Da haben wir jetzt noch keinen neuen Trank gemacht. Alraunen, habe ich die auch voll? Ja. Und bei dem können wir eigentlich immer Dünger reinmachen. So. So, Deke. Nein. So.
Was sollte ich mit den magischen Materialien tun? Beschwören Sie mit der Zauberanweisung einen verzauberten Webstuhl. Dann können Sie die Materialien in Ihre Kleidung einweben. Kehren Sie zu Dick zurück, sobald Sie etwas verbessert haben. Okay, verstanden. Nur beim ersten Mal nicht richtig zugehört. Ich war noch total fasziniert. Ja, hier habe ich ja sowieso keinen Platz. Man darf hier irgendwie nichts eng aneinander stellen oder so. Deswegen mache ich das mal hier hin, wo ich dann auch... Achso, jetzt habe ich die Sachen alle nicht hier drin, ne? Okay, Moment. Nutzen. Ah, Webstuhl, okay. Der ist ja schon was größer. Rotieren, das ist jetzt, glaube ich, falsch rum, ne? Dann machen wir den... Nee, der war doch jetzt richtig rum, oder? So, Frage ist nur, welche Farbe? Grün? Zu geringes Budget. Hä? Ich dachte, ich kann den jetzt hier direkt verändern. Moment, Moment. Nee, Quatsch. Da. So. Och, ich will den nicht bewegen und ich will den nicht drehen, Leute. Lasst den doch einfach mal da stehen, wo er ist. Mann, schwarz sieht natürlich auch gut aus. Grün, ja, grün ist... Grün muss. Es muss einfach. Würde ich sagen, mache ich das da rein, wenn ich nochmal was beschwören muss oder so. Aber das ist auch doof, ne? Ich mache wieder den da rein. Kann ich den nicht näher ransetzen? Anscheinend nicht. Gut, Ausrüstung hat automatisch einen Hauptwert der Offensive oder Defensive. Magische Materialien können genutzt werden, um mit dem Webstuhl einen zweiten Wert hinzuzufügen oder zu verbessern oder deiner Ausrüstung Eigenschaften zuzuweisen. Mehrere kleinere Verbesserungen können deine Kampfkraft beachtlich verstärken. Okay. Neue Tierwesen können in Bauden gefunden werden oder, das ist logisch, das ist halt das in der Welt, ne, diese Pfotenabdrücke, mittlerweile habe ich es auch verstanden. Anfangs wusste ich ja noch nicht, was das ist. Oder in Aufträgen freigeschaltet werden. Neue Eigenschaftsrezepte können in Banditenlagern gesammelt werden. Ach so. Okay. Und ich habe jetzt kein Rezept, also kann ich auch nichts machen, oder was? Das ist legendär. Nehmen wir das doch mal. Verbesserung anzeigen. Ausrüstung verbessern. Zack. Das Weben geht weiter. Wir haben wieder eine Errungenschaft freigeschaltet. Sehr schön. Füge einem Kleidungsstück eine Eigenschaft hinzu. Habe ich das nicht gerade gemacht? Eigenschaften betrachten. Ach so, okay. Reduzierter Schaden durch Kobolde, Knuddelmuffhaar. Reduzierter Schaden durch Inferni, auch Knuddelmuffhaar. Gift. Ist alles Knuddelmuffhaar, okay. ja, vielleicht Nekromantenschutz. Keine Ahnung. Ich mach den jetzt mal einfach rein. So. Schön. Das sollte ich dir zeigen. Ja, ne? Wir sind so cool. Dick. Ich hab alles gemacht. Dick, ich hab den Webstuhl benutzt. Wunderbar. Kann ich mit dem Webstuhl auch noch stärkere Magie in meine Kleidung einweben? Ja, indem sie noch mächtigere Tierwesen retten. Aber jetzt rät Dick ihnen, sich ihr Tiergehege anzusehen und die Tierwesen kennenzulernen, die sie schon gerettet haben. Kann ich mit dem Webstuhl jedes Kleidungsstück verbessern? Der Webstuhl verbessert nur Kleidung einer bestimmten Qualität. Dick nimmt an, dass sie unterwegs noch wertvollere Kleidung finden. Dick weiß auch, dass sie in den Läden von Hogsmeade verschiedene Kleidungsstücke bekommen, die sie verbessern können. Okay. Danke für deine Hilfe, Dick.
Das eröffnet uns jetzt jede Menge neuer Möglichkeiten. Ich muss zugeben, ich habe schon mal am Anfang andeutungsweise was davon gehört, was man machen kann. Also das mit den Tierwesen habe ich grob von gehört, dass man da wohl was mitmachen können soll. Und also bevor das rauskam, das Spiel natürlich, ne, wo es noch, naja, halbe Gerüchte, sage ich mal, waren, halb bestätigt. Und ich habe auch gehört, dass man wohl was verbessern kann. Ich habe es mir so vorgestellt, ach nee, jetzt muss man wieder, gefühlt 2 Millionen Verbesserungen hat man, davon muss man wählen und das wird dann wieder total langweilig werden. So habe ich es mir jetzt vorgestellt. Aber so wie es letztendlich ist, dass ich das auch, sage ich mal, aufs Minimum, zumindest aktuell noch, reduziert, finde ich persönlich sehr, sehr gut. Und ja, man muss halt nicht so extrem viel unterscheiden, beziehungsweise man kann, denke ich mir mal, auch nicht wirklich was falsch machen letztendlich. Finde ich absolut geil. Die Folge hat mir jetzt ebenfalls, ich meine die anderen auch, aber die Folge hat mir jetzt ganz, ganz besonders Spaß gemacht, weil dann wieder was Neues, so ein neuer Aspekt dazu gekommen ist. Die Sache mit den Tierwesen habe ich ja auch schon unheimlich geil gefunden in den 3 Filmen, also Fantastische Tierwelten. Kann ich absolut nur empfehlen. Darauf basiert ja letztendlich dieses Spiel. Auch wenn es Hogwarts heißt und es ist natürlich in Hogwarts spielt es auch. Aber ja, es ist halt sehr viel mit diesen Tierwesen und so weiter halt auch da eingebunden. Und ich finde es einfach absolut genial bisher. Also das Spiel sowohl wie auch diese Sache mit den Tierwesen. Ja, ich mache hier erstmal einen kleinen Cut, weil das Thema Tierwesen haben wir jetzt durch. Ich denke mal, weil das Ganze ein bisschen länger gedauert hat, dass ich bei den Mondkälbern, wo ich ein bisschen gebraucht habe, um die ja einzusammeln, beziehungsweise endlich mein Weibchen auch einzusammeln, ich denke, das werde ich so ein bisschen cutten und euch dann nur zeigen, wie ich das dann ja bekommen habe letztendlich. Wir sollten aber noch mal eben ganz kurz, bevor ich rausgehe, schauen, welchen Auftrag wir als nächstes machen. Im Schatten des Anwesens. Ach so, genau, das war ja die Sache mit der Hauptgeschichte hier mit Sebastian ist es, ne? Ja. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Ein Freund der Taten haben wir jetzt neu bekommen. Sprich mit Sirona heißt die. Zauberanweisung für Beschwörungen. Würde ich gerne holen. Die werde ich auch mal nebenbei machen hier, diese, dass ich die mal wirklich im Schloss suche. Wenn ich dran denke, nehme ich es auf. Wenn nicht, dann seid mir bitte nicht böse, dann habe ich es wirklich vergessen. Ansonsten kann ich euch da wirklich nur empfehlen, da mal ein bisschen auf YouTube zu gucken. Gebt einfach diese Demi-Guise-Statue ein und Hogwarts oder eigentlich auch schon ohne Hogwarts. Und dann findet ihr sicher auch Anleitungen dazu. Ich habe jetzt noch nicht geschaut, aber die gibt es garantiert. Scheint sich um jemanden Sorgen zu machen. Erscheinungsbild. Ja gut, Erscheinungsbild finde ich nicht so wichtig. Aber Freund der Taten, also Zauberanweisung für Beschwörungen, würde ich gerne als nächstes machen. Die Sache vom Professor natürlich auch. Arresto Momentum wäre natürlich auch nicht schlecht. Ja. Ich würde sagen, wir fangen erstmal tatsächlich damit an mit den 3 Besen und dann werden wir erstmal gucken, was wir dann in der nächsten Folge sonst noch weitermachen. Okay, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich auch gerne abonnieren.